Schaffe ich es heute, mit allen 26 Alphabet-Laws über den Säurepool zu springen? Guck das Video bis zum Ende. Ich versuche heute, mit allen Alphabet-Laws über den Säurepool zu springen. Und schaffe ich das heute, ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein. Und das A wird hier einfach mal direkt in Säure aufgelöst. Na ganz toll, das hat ja gar nicht funktioniert. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like auf diesem Video da, Freunde. Wäre sehr, sehr krass, hier die 500 Likes auf die Video zu knacken. Oh Gott, jetzt mit dem B vielleicht und... Nein! Guckt euch das an, auch das B, es löst sich komplett auf. Ey, ich bin echt gespannt, ob wir das heute packen. Weiter geht's mit dem C und los geht's. Boom, Sprung. Oh ja, wir müssen da nur einmal rüberkommen, das ist doch wohl machbar. Und das C, ja, das C tut weh. Guck mal, ich zeige euch das mal. Wir müssen hier vorne einfach nur einmal rüber und die Trophäe berühren, dann gehört sie uns. Aber bisher mit A, B und C auf jeden Fall keine Chance. Vielleicht ja aber mit dem D, mal gucken. So, D für Daumen da lassen. Und Sprung! Ja! Wow! Und was? Wie ist es? Ja, es sieht gut aus. Jetzt nur noch drehen, sag mal. Ey, das kannst du ja nicht ausdenken. Wir waren gefühlt schon auf der Gewinnerstraße. Hättest du nur die Trophäe berühren müssen. Aber Freunde, ich sag euch, wir werden da schon noch rankommen. Yeah! Genauso sieht das eh aus und so guckt das auch. Yeah. Okay, mal gucken, wie es damit aussieht. Schön Schwung holen und Sprung. Oh, das könnte was werden. Mit mehr Speed, mit mehr Speed, mit mehr Speed. Und guckt euch das an, wie der einfach die Säure den Buchstaben langsam auffrisst, ne? Hier, und der Buchstabe verschwindet im Ungewissen. Das gefährliche F. Ich meine, guck mal, das sieht auch gruselig aus und das ist auch gruselig. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Schaffen wir es mit dem F eventuell rüber über den Säurepool? Oh, yes! Los geht die... Ja, F für Fehler oder was? F für total schlecht. Okay, hat nicht so gepasst. Aber das war ja mal gar nichts. Also das war ja nicht mal in der Nähe. Da dachte ich eigentlich, dass das F ein bisschen besser performen wird. Aber naja, gut, man kann sich halt auch täuschen. So, wir schauen mal mit dem G und Absprung. Oh, yes. Nein. Oh mein Gott. Und doch noch rüber. Die Augen fliegen uns davon. Die Hälfte von dem G ist aufgelöst in Säure. Aber der Buchstabe selbst packt es leider nicht, ne? Hallo, denkt sich das H hier. Okay, hallo, liebes H, wie geht's? Es geht weiter mit dir. Mal gucken. So, jetzt aber schön mit Anlauf und über den Säurepool rüber. Über den Säurepool rüber. Über den Säurepool rüber. Nein. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, wie wir hier einfach runterfallen. Und das war's mit dem H. Na, ganz toll. Und hier liegen überall noch die Krümel. Ey, wir waren schon so nah da dran. Ey, das muss jetzt gleich klappen. Das funktioniert doch bestimmt nicht, weil einige von euch noch nicht auf den Like-Button gedrückt haben oder auf den Abo-Button. Ne? Macht das mal bitte ganz schnell. Okay, wir machen weiter. Und Sprung. Ja, sehr gut. Wow. Wow! Nein! Warte mal. Kann ich damit noch fahren? Ja, 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 ja. Weiter jetzt zur Trophäe. Nein, ich komme hier nicht weiter. Oh nee, ey. Das I hing einfach im Boden fest. Und jetzt löst es sich komplett auf. Mann! Aber immerhin schon mal auf die Straße raufgeschafft, ne? Okay, auch nicht schlecht. Aber ein bisschen Müll liegt hier noch rum. Da muss ich fast mal das Laubgebläse rausholen. Und weg mit den Krümeln hier. Je, je. Genauso sieht das hier aus, Freunde. Wenn ihr übrigens mal mit mir schreiben wollt, dann gerne auf Instagram. Link dazu in der Videobeschreibung. Worüber hier? Ja! Oh mein Gott, da antworte ich jedem. Oder könnt ihr mir gerne mal folgen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das J tut weh. Das J tut weh. Aber es kann noch fahren. Und das J fährt hier noch gegen den Pool. Boom. Schön nochmal dagegen. Oh, das hat immer noch Power. Das hat immer noch Power. Der will anscheinend noch Stress machen. Aber ja. Je, je. Naja, das war nichts. König Kasparo. Okay, das goldene K. Mal gucken. Und Sprung. Oh, ja, 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 ja. Weiter, 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 weiter. Nein, 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 nein. Oh, was? Es sah so gut aus. Ja, und jetzt sieht es gar nicht mehr. Au, das ist heiß. Ich muss ja, glaube ich, schnell raus. Lolololololo. Okay, okay, gucken wir mal. Wie weit der Buchstabe hier kommt. Und Abflug, ja. Oh mein Gott, Alter, wie krass das auch aussieht mit der Säure. Na, guck mal, wie das hier einfach alles aufgelöst wird. Und das war's. Hier, guck mal. Gar nichts mehr davon da. Einfach weg jetzt. Wie das einfach die ganzen kleinen Partikel, wie die sich einfach alle auflösen. Mambo. Okay, los geht die Reise. Und Sprung. Komm, muss ich dazu noch was sagen, Leute? Muss ich dazu noch was sagen? Nein, muss ich wahrscheinlich nicht. Das Ding ist komplett Schrott. Und das bringt dir auch nichts. Das Ding ist komplett im Eimer. Das M fährt ja nicht mal. Ja, ja, fahr noch davon. Fahr noch davon und hol dir nicht die Trophäe. Lass deine Freunde da oben ruhig in den Stich.
Okay, also das M, Freunde, das können wir auch original, ja, in die Tonne treten. Okay, das N sieht auch gefährlich aus. Mal schauen, wie weit das kommt. Sprung. Die geht. Oh mein Gott, ja! Genau so, jetzt keine schlechte Landung. Oh mein Gott, wie die Teile einfach sich alle auflösen. Und nein, zu schnell gewesen. Und hier brechen noch Teile ab. Wie das einfach auch aussieht, Freunde. Schade. Ich dachte, da geht eigentlich ein bisschen mehr. Guck mal, das einäugige O, ne? Oh, wie so ein Oreo. Okay. Komm, du Oreo. Zeig mal, was du drauf hast. Und Sprung. Oh, mit dem Auge. Guck mal, wie das Auge sich aufgelöst hat. Und weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Ja, schön hochfliegen. Jetzt rüber, 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 rüber. Ja, 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 genau so, genau so. Und durch. Was macht der denn? Will zurück in den Pool oder was? Alter, das kann ich nicht glauben. Das O will eine Brücke. Will eine Brücke sein oder was? Wolltest du deinen Freunden da gerade helfen oder wie? Das O kämpft sich hier durch oder was ist das? Das O ist komplett Schrott. Hallo, ich bin das P. Nimm mich, nimm mich. Okay, ja, dann machen wir das doch mal. In Ordnung. Dann fahren wir halt mit dem P hier rüber. Und Schwung. Und drüber. Und kaputt. Und sogar noch die Steinwand hier kaputt gemacht. Na toll. Was sagst du dazu? Oh Mann, ganz schön blöd gelaufen, oder? Oh yes, weiter geht's hier mit dem Kuh, der lahmen Schnecke. Aber so lahm ist die doch gar. Ist die doch gar nicht. Ist die doch gar nicht. Jau. Oh, nein, was? Das kann ich nicht glauben, dass ich da jetzt gar nicht rübergekommen bin. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht sagen, Freunde. Aber ich dachte, ich schaff's damit easy rüber, aber leider nicht. Aber da hinten lachen schon die anderen mich an, ne? Verdammt. Das R. Welche Vornamen gibt es nochmal mit R am Anfang, ne? Rüdiger, Rudolf, jetzt passend zu Weihnachten. Und das R performt gar nicht, sag mal. Wäre das Rudolf gewesen, wäre er auch da easy rübergeflogen. Also Rudolf war es anscheinend nicht. Na gut, nehmen wir halt hier das S. Die Schlange. Okay, kein Problem. So, und das S geht los. Mal gucken, wie weit das kommt. Denkt es sich, ne? Es denkt sich, es könnte irgendjemand austricksen, aber Kollege S. Denkt mal nicht, dass es so leicht ist. Deine Freunde haben es auch schon nicht geschafft. Und die Schlange löst sich auf. Anaconda unter Wasser. Oh, wohl eher unter Säure, ne? Oh Mann, und das war's. Hallo, ich bin das T. Ich bin ein Hammerhai. Mal gucken, wie weit das jetzt kommt. Ja, alles in Ordnung. Und schön mit Schwung. Ja, genau davon rede ich doch. Davon rede ich doch die ganze Zeit, hör mal. Und jetzt nochmal hier. Ja. Oh, gut, 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 gut. Ja, weiter, weiter, weiter. Das T hängt im Boden, aber kriegt es sich eventuell... Nein. Guck, wo es festhängt. Es hängt einfach dort fest. Oder du musst doch nur gerade diese 100 Meter musst du noch rollen. Soll ich das nicht irgendwie anschubsen? Warte mal. Na komm, ich rette dich. Ich rette dich. Nein. Der Riesenhammer. Der Riesenhammer. Oh nein. Und das war's auch mit... Ah! Hallo, ich bin eine Essiggurke. Na gut, dann zeig mal, was du so drauf hast, du Essiggurke. Wow! Okay, alles gut. Schön rüber hier, ja. Die Essiggurke wird einfach direkt aufgegessen von der Karte. Ja, und die Essiggurke hat sich einfach komplett aufgelöst. Nichts mehr von ihr da, ne? Alter, als wenn das der Rest ist. Ey, es muss doch wohl mal möglich sein... Wir hängen das Tee hier auf. Es muss doch wohl mal möglich sein, das jetzt zu schaffen. Das V, das sieht mir doch sympathisch aus. So, jetzt aber schön mit Schwung. Aber Dalli und... Sprung! Ja, genau so, weiter, weiter, weiter. Oh, nochmal kurz hier am Kopf angeditscht. Aha, nein! Mann, oh, verdammt, ey. Aber bisher am weitesten gekommen, ja, und auch mit am besten geflogen, würde ich sagen. Da oben ist die Trophäe. Oh, ich bin das W, hallo. Oh Gott, ja gut, dann zeig mal, du Doppel-V, du W. Zeig mal, was du drauf hast. Oh, der hat die Rampe ja nicht mal benutzt. Und hier ist der Schrottplatz des Grauens. Der Alphabet-Lor-Schrottplatz. Wieso hat der denn gerade nicht mal die Rampe benutzt? Der ist ja einfach nur so weitergepisst. Der ist mir nicht mal abgesprungen. Gut, das X, Freunde. Das X sieht schon krass aus. Das X wird es, glaube ich, auch schaffen. Oh Gott. Und Schwung! Ja, das X versucht hier eine miese Taktik. Okay, hat sich ein bisschen aufgelöst. Hängt jetzt aber leider fest. Nein, hängt leider fest und kaputt gegangen. Das Y hat Angst. Ihr seht das auch schon am Gesichtsausdruck. Das gruselige Y oder wohl eher das schreckhafte Y. Mal gucken. Aber der Schein trügt ja vielleicht. Vielleicht schafft es das Y ja ohne Probleme hier rüber zu kommen. Ja, jetzt noch berühren die Trophäe. Berühren. Na komm.
Na komm, was machst du? Was machst du denn? Okay, Freunde, es sieht alles auf einer Karte. Das Z muss es jetzt schaffen. Das Zitter-Z. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen erkältet. Wir gucken mal, ob es das jetzt schafft. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ne? Mal schauen. Und Sprung. Oh yes, weiter so, weiter so, weiter so. Und jetzt nur noch berührt und bam, berührt. Ja, das Z hat es tatsächlich geschafft, als letzter Buchstabe hier sich die Trophäe zu sichern. Und damit gehört die Trophäe mit dem Platz Nummer 1, dem Z. Die Alphabet Laws haben es teilweise geschafft, also eigentlich fast niemand, also niemand außer das Z. Aber die anderen waren, haben es eigentlich auch nicht schlecht geschlagen. Freunde, jetzt wisst ihr, wer es schafft, über den Säurepool rüber zu springen. Folgt mir auf Instagram, da antworte ich jedem. Link dazu in der Videobeschreibung. Folgt mir da gerne, Freunde. Wirklich, wäre sehr, sehr cool. Übrigens mal, lasst ein Like und auch ein Abo auf diesen Kanal da. Ich mache jeden Tag Videos. Checkt noch eins von den beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.